Hallöchen, Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatten wir das ganze Gebiet hier unten eingenommen. Das war eigentlich eine recht gute Folge. War auch tatsächlich nicht so schwer. Aber wir haben immerhin Fortschritte gemacht, im Gegensatz zu den letzten paar Folgen. Zu diesen Folgen hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, von wo gehen wir weiter vor? Wir müssten noch einen Außenpost. Hier sind zwei Außenposten. Irgendwo war doch noch dieser eine Kollege. Warte mal. Dieser, Rettung des Präsidenten. Der da. Die toten Wilderer brauchen wir nicht. Hat überall im Dorf nur. Ach so, das war das. Es gibt eine Menge Leichen, die irgendwo flussauswärts treiben, okay? Das Biest. Im verfluchten Wald treibt sich ein schauriges Biest sein Unwesen. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal. Wo war der Typ denn hier? Der da. Der war auf jeden Fall in diesem Gebiet. Das heißt, hier sind auch nochmal richtig heftig Gegner wahrscheinlich. Ich würde mich jetzt einfach mal hier so durchschlagen. Dann nehmen wir den nächsten dicken Brocken aus dem Spiel raus. Oh, guck mal hier. Hab ich gar nicht gesehen. Was machen wir denn mit Granti? Was war das denn nochmal? Rache. Was war denn das mit den Gelegenheitsangriffen? Das gab es doch auch irgendwie, oder nicht? Gegenfeuer war das, ne? Scheiße. Kann er nicht benutzen. Geschicklichkeit. 75, brauche 80, scheiße. Flankierer. Ermöglicht Crit bei Unterbrechen Angriffen. Ja, nehmen wir den hier. Fertig. Kritische Treffer sind immer gut. Okay, einer ist müde. Dann machen wir mal ein kurzes Päuschen. So, dann gehen wir da rein. Ich glaube, die kriegen wir. Scheiß drauf. So. Ab und zu, ich weiß nicht, findet ihr das kacke, wenn ich ab und zu dieses automatisch kämpfen benutze? I think this place is more than hits the eye. Also ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Okay, kann man hier Gebiet ausspähen? Dann späht mal aus das Gebiet. Ich glaube, wir müssen langsam mal wieder hier unten so ein paar Jungens ausbilden. Sonst wird das langsam eng. Medikamente gefunden, ne? Alles klar, okay. So, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Die holen wir uns, die Jungs. Gucken wir uns das Örtchen mal an. Und dann, wir sind bei Nacht. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viele Gegner da sind, ne? Aber kriegen wir schon hin. Ich hoffe, hier sind keine Minen. Raketenträger. Okay, mal runter. Was haben wir denn da? 1, 2, 3. Infizierte. Okay. Minenfeld. Beute. Enemy soldier. Looks like he is just doing his job at the moment. Going undercover. Careful. Warte mal, den kann ich doch eigentlich direkt hier wegballern, da, oder? Ciao. Going undercover. Der Typ ist anscheinend oben auf dem Dach. Ne, der ist oben im Raum. Der ist auf dem Dach. Oh, es sind schon einige hier, ne?
moving. Okay. Den holen wir uns von hier so? Irgendwie? Quiet. Oder auch nicht? Was zum... Tretmine ist detoniert. Alter, willst du mich verarschen? Der ist in seine eigene Tretmine gerannt. Aber die haben mich jetzt nicht entdeckt, ne? Wie behindert. Going under cover. Okay, er ist in eine eigene Mine gerannt und jetzt wissen die, dass ich hier bin? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Aber die, eigentlich haben die, dürften die mich nicht entdeckt haben. Hä? Rädelsführung? Spielen die gegeneinander? Oder wie? Hä? Ich darf doch. Was passiert hier? Was geht hier ab? Schütze, Schütze? Kämpfen die gegeneinander oder was? Ich check's gerade gar nicht. Rädelsführer? Aber die wissen nicht, wo ich bin. Richtig? Ich check hier gerade gar nichts mehr. What? Spielerzug. Ich mach nochmal, hier vielleicht ballern die sich ja über den Haufen. Habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart. Frage ist natürlich auch, was mit diesen Infizierten da... Okay, die kämpfen anscheinend gegeneinander. Warum? Ja, aber ich check's nicht, warum? Ich dachte, das wäre so eine... Alles klar. Ready. Überfallanführer. I will sneak up like a tree falling in the forest. Aber der sieht mich nicht, ne? Ja. Der Kollege? Wir sind nämlich eigentlich gar nicht da. Try and be quiet. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Visual on unsuspecting target. Hallo, ich sehe nichts. Okay. So. Wie kann man denn so dämlich daneben schießen? Okay, er peilt wieder an. Ah, jetzt kommen die Infizierten aus irgendeinem Grund. Was hat das mit denen auf sich? Noch mehr Infizierte? Oh, geht mal rein, ruhig. Kein Problem. Oha. Der ballert beide weg, oder was? Überall diese Körpertöne hier. Aber er ballert jetzt nicht auf mich, ne? Schon wieder eine Tretmine. Alter, wie viele Minen sind denn hier, bitte? I will fall on them like a tree in the forest! Oh, ça fait mal! Komm, mach mal. Another falls before me. Undercover shot possible. What are you doing here? Leave now or die.
Plünderer wurde von Raider angegriffen. Ja, ist ja richtig so. I was never good at hide and seek. Yes? Quiet. Du gehst dahin. Okay, jetzt sind schon mal. Wo wollen die hin? Das ist jetzt so meine Frage. Fressen die den oder infizieren die den wohl? Das ist so dämlich. Wenn ich wüsste, wer hier gegen wen kämpft. Ciao. Er kommt infiziert die Treppe hoch und er raucht das untere Geschoss. What? Okay. Okay. Ah. I go. Ja, der ist zu weit weg. Aha. Da will ich auch ungern hingehen, weil das Minenfeld da ist. Moving out. Go, go, go. Trying to be quiet. Like Mother always says, it's not a surprise party unless a clown jumps out of a cake with a gun. Okay, den hat er getroffen. Los, friss ihn! Okay, was macht er jetzt? Warum? Er gibt ihm erstmal eine mit. Und noch eine. Und noch eine. Komm. Gleich hassen. Wir gehen alle hier hoch. Okay. Das war knapp. Oh shit, der peilt mich an. Listening, 1024. Okay, wir müssen den da wegballern. Repositioning, I repeat, repositioning. Sonst wird er noch ein bisschen zu gefährlich hier. Good to shoot. Oha. I was never good at hide and seek. They cannot hit what they cannot see. I've played a game where I hide until it is time to shoot someone. This will be fun. Puh. Schöner Treffer. Ist das auch mit dem Kopf hin? Perfekt. Nice job. You're an asset to the team. Ready. Okay. Wir gehen auf jeden Fall nicht durchs Minenfeld. Better to go on. Alle bewegt, jo. Okay, ist erstmal jetzt wieder der zweite weniger. Als nächstes kommt wahrscheinlich der, gut, der Zombie geht jetzt auf mich. Haha. Komm, die kriegst du, Zombie. Töte ihn. Okay, und jetzt friss ihn. Listening, 1024. Oh, der ist tot, alles klar. Moving out. Ich will mir den Sniper go, da oben holen. Quietly? Like this? Like Mother always says, it's not a surprise party unless a clown jumps out of a cake with a gun. Schön mit Ö. Yeah, I will hide and they will seek. You mean over there? Moving. So.
Wir gehen hierhin, wir gehen dahin. Yellow. They cannot hit what they cannot see. So. Wie viele haben wir denn da jetzt noch? Ist hier alles vermint oder was? Den haben wir noch. Der eine durch die Mine und oben auf dem Dach so ein Zombie. Und hier eine tote Frau. Read you. 5x5. Clear shot on perp. Tschüss mit Ö. Und tschüss mit Ö. Läuft doch! Warum ging das denn im scheiß Bunker nicht so? I guess you learn shooting like that by shooting mostly innocent people like me back at home. 2 und unten 3, ne? Yeah. What? Unaware target locked. Kannst du das auch so gut wie Ryder? Besser, würde ich sagen. Besser. Hier kommt Zombie-Killer. Eigentlich nur noch den Sniper da oben, ne? Quiet. Ah. Come on! We must be well groomed for battle. Oil up those muscles. So, und wir gehen hier hin. Quietly? Like this? Du bist dahin und du bist dahin. Macht er was? Er läuft in seinen Verderben. Yellow! That's a negative. No clear shot. So und dann Kopf. Good visual on target. Schönes Ding. Kontrolle über Fabrik erhalten. Sehr schön. Read you. 5x5. Very well. Können wir uns alle mal zusammenrotten hier? Yes. Come on. Obwohl, wir können einmal das Certainly. Gelände hier einnehmen, ne? Sure. There's a trap here. Affirmative. Will do. Ich weiß nicht, ob ich alle Minen kriege, aber ein paar werde ich bestimmt kriegen. Okay. Das war's hier, oder? Okay, wir müssen auf jeden Fall rein, irgendwie. Some stuff over there. Oh mein Gott. There's some loot in here. Okay, das ist Schrott. Und der auch. Was haben wir hier? I wonder what this is. Noch mal ein paar Bauteile. Sehr schön. Behälter deaktivieren. Trap disarmed. Sehr schön. Inventar ist voll, alles klar. Alter, was ein Scheiß hier rumfliegt. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Den nutze ich auch tatsächlich nie so richtig. Haben wir hier für ein Zettelchen? Weisheitscheck. Wer hatte denn Weisheit? Ja, ne? Komm mal ran hier. Bitte nicht durch eine Mine laufen. Lies mal vor. Weisheit. Was wie das Bild einer Blume aussieht, ist in Wahrheit eine kindliche Zeichnung eines Schädels an einer Tür. Es ist eine Sprengfalle. Aha.
Affirmative? Haben wir hier? Weisheit-Check für wir können ihn direkt vor dem Eingang befindet. Okay, da wahrscheinlich, ne? Let's see what we found. We could always use more nice. Mess. Mittlere Tarnrüstung, geil. Cool. Will do. Mit Tarnrüstung, nice. Können wir die noch gebrauchen? Yeah! Okay, will do. Ready. Ja, nimm mal hier alles auseinander. Oh ne, Behälter deaktivieren. Leiche deaktivieren, Alter, wie krank sind die Typen hier? Move it. Okay, dann let's see what we got, team. Die hier. Yep, will do. Okay. Das würde ich dann einfach mal so belassen. Was kann man hier so Schönes machen? Unsere Verletzung behandeln. Das machen wir doch mal. So. This task will not be a problem for me, and I will be honored to do it. Gegenstände reparieren können wir eigentlich auch mal machen. Sieht alles ziemlich kaputtski aus. Eine Raketenwerfer ist kaputt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Wir sind auf jeden Fall fast da, Leute. So, Gegenstände. Blub, blub. Einmal alles heile machen. I am finished. If you need me, I'll be oiling my chest. Ja, ja, you oiling my chest. Komm, die machen wir auch nochmal. Scheiß drauf. Dann sind wir komplett fertig repariert und etc. und bla bla. So. Was? Bewegung abbrechen. I'm finished with my task. I'm so, gonna take aber. My 15 da war ich break wieder ein bisschen now. Zu voreilig. Jetzt machen wir einmal Gebiet ausspähen. Weil ich glaube, das könnte wieder ziemlich übel da drin werden. 29 Gegner! Huhuhu. Okay. Alter Falter, 29 Gegner. Das wird wieder richtig übel, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. 29. Ja, holla die Waldfee. Sollen wir da reinschnuppern oder erst später? Oh, ich bin gerade am überlegen, ey. Fuck. Wen haben die denn da? Ich kann da gar nicht drauf gucken. Zwölf Feldmörser haben die. Was? Was? Leute, wisst ihr was? Rückzug? Ich habe eine Idee. Ja, I am here now. Ich weiß nicht mehr, wo sie waren, aber ich nehme jetzt einen Mörser mit. Was die mit einem Mörser kann, kann ich auch. Ich weiß, irgendwo waren noch hier bestimmt irgendwo ein paar Mörser. War hier ein Mörser? Nein. Ich hoffe, ich habe die nicht alle kaputt gemacht. Nein. Uff.
Okay, kein Mörser, alles klar. Okay. Wo waren denn diese ganzen Mörser hier? Bitte, bitte, darf die nicht alle kaputt gemacht haben. Da haben wir doch einen. Frage ist, wer nimmt denn mit? Schwere Waffen. Schwere Waffen verursachen Flächenschaden. Je näher an der Einschlagstelle, desto höher der Schaden. Der verursachte Schaden hängt von den Fähigkeiten im Umgang mit Sprengstoff ab. Schwere Waffen verursachen weniger Schaden bei Feinden in Hocke oder Bauchlage, ignorieren aber Rüstung. Missgeschicke können die Flugbahn des Sprengkörpers. Also wenn ich jetzt... Eigentlich müsste ich jetzt einen mit schwere Waffen haben und der in Sprengstoff gut ist. Ich gebe den aber erstmal Chili-Mili. Und Grunt nimmt statt den Granatwerfer... Du nimmst den einfach erstmal mit. So auf Pump. Genau, die Granaten mitnehmen. Genau. Und wir gehen dann erstmal wieder hier hin. Wenn die Mörser haben, hole ich mir auch Mörser. So einfach ist das. Nothing to report here. We are moving on. Ja, wir sind alle total am Arsch, ich weiß. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. So, jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus. Oh, noch ein Mörser. Dann gehen wir einmal. It's time to renegotiate my cut. Well. Hello. My contract. So, einmal auch nicht entlassen. It is fast approaching. Okay, dann haben wir das gemacht, das gemacht. Jetzt müssen sich alle noch ausruhen. Sind auch ausgeruht. Und dann... Attacke, würde ich sagen. Automatisch. Alter, die haben einfach mal 29 Mörser. Ich bin gespannt, wie der Ort hier aussieht. Let's fetz, Leute. Let's fetz. Feldmörser, Scharfschütze, Feldmörser, Scharfschütze. Alter. Oben auf dem Dach ein MG. Alter, das ist ein richtiges Vor, ne? Alter. Sergeant Paris. Da ist der Colonel. Gilles Le Fumer. Kein Plan. Zerstörte Wand. Zerstörbare Wand. Kann ich da rein, oder was? Ja, dann brauche ich nicht frontal, ne? Weil das Risiko, dass die hier an das MG gehen und dann das MG, ist enorm hoch. Ne? Das heißt, wenn ich die Wand hier zerberste, könnte ich von hier rein. Alter, das wird so übel, Leute. Livewire hier! Hide and shoot, that is my game. Dann probieren wir einfach mal, wa? Feldmörser. Alter, so viele kann ich gar nicht killen. Schon wieder eine Leiche im Wasser. I will sneak up like a tree falling in the forest. Zerstört? Hier komme ich gar nicht rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Oder können die da hochklettern? Ich kann ja wieder laden, ne? Geht's los. 29 Gegner. Das war jetzt einfach nur mal so ein Test. Vielleicht klappt's ja auch.
Ob die da hochklettern können, das weiß ich nämlich halt nicht, ne? Das wollte ich jetzt einmal testen. Ja, wird das noch was hier, oder? Soldiers, Alan! Les mercenaries are attacking us! They cannot hit what they cannot see. Going undercover. Careful! So, wo kannst du? Du bist moving for ambush. I will sneak up like a tree falling in the forest. Hallo, hallo, wo bist du? Taking position. I need to sleep. I haven't worked these kinds of hours since my intern days. Get to your positions. Wieso ist der eigentlich? Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ich da hochkomme. Ja, freilich, ihr dürft schon ein bisschen schneller machen. Das ist jetzt halt so meine Frage, ne? Wenn wir jetzt mal irgendwie ein bisschen hinne machen würden, dann könnte ich mal gucken, ob ich da hochkomme. Mehr will ich gar nicht. Eigentlich hätte ich, wäre ich schlauer, wenn ich hier einen positioniert hätte, dann wäre ich direkt da hochgekommen. Hallo, hat sich das Spiel jetzt aufgehangen oder was? Hallo? Here they come, team. Let's lay out the welcome mat. Okay, alles klar, man kommt hier also hoch. Fine. I could punch it until it breaks. But I think the okay, explosion people also should get a chance to prove themselves. Hallo? Weg? Waren es nur noch 28? Headshot. Ja? Wieso bist du eigentlich müde? Munitionverbrauch. Achso, der hat ja den fetten hier. Listening, 1020. Clear shot on perp. Oha. Ja gut, der wurde halt angeschossen, ne? Ja. Oh boy. Charlene is never gonna let me forget that one. Ich da nicht nochmal hin, ne? Zu wenig abgehen. This is Grunty. Have a very good chance to show this person a very bad time. Nochmal 6 erstmal, so. Waren es nur 27. Taking position. Frage ist, kann ich hier in dem Sumpfwasser meinen Mörser aufstellen? Haben die das gar nicht gecheckt oder so? Weil kein Mörserangriff, kein Sniper, keine Soldaten bewegen sich zu mir hin. Doch, jetzt, ne? Feldmörser. Ja, sonst so, Leute. Oh, ich sehe gerade wieder, Timer ist out. Folge würde ich gleich beenden, wenn ich irgendwann dran bin. Oh oh. Hallo da!
So, Freunde, ich würde die Folge hier beenden. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal neu starte oder ob ich einfach weitermache. Aber das wird, glaube ich, ziemlich übel. Alter, was ist das denn da? Krasse Statue. Okay, Freunde. Die nächsten ein, zwei Folgen werden wir gut zu tun haben. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.